Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme mit dem Kreativecke 2000 PC für 1999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Fangen wir auch direkt an mit dem Gehäuse. Das Ding ist, das Gehäuse, was hier steht, stimmt nicht. Also ich finde schon mal gut, dass sie nichts einbauen, was irgendwie nicht verbaut ist, aber das Gehäuse stimmt halt auch nicht. Wir haben hier laut Liste ein 5000D Airflow und das ist halt einfach, was ist das? Ist das ein H9 oder so von NZXT? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es nicht das passende Gehäuse, aber es ist immerhin auch weiß. Das passiert zum Beispiel, wenn Dubaro einige Gehäuse nicht mehr lieferbar hat und dementsprechend werden die dann getauscht, aber das Bild wird dann vergessen zu tauschen. Starten wir auch direkt mit dem Prozessor. Das ist ein Intel i5 13600KF. Der hat 14 Kerne, 6 Performance und 8 Efficiency Kerne bzw. 20 Threads, also 12 Performance Threads, wenn man so will, und 8 Efficiency Kerne. Für die, die es noch nicht wissen, die Efficiency Kerne sind dafür da, wenn ihr jetzt Multimedia macht, ein bisschen YouTube schaut oder so, die werden dann quasi ausgelastet. Und die Performance-Kerne, die schalten sich dann mehr oder weniger dazu und gehen in den Turbo, wenn ihr dann irgendwie zockt oder so. Dann habt ihr dadurch eine gewisse bessere Effizienz, weil sonst nur die Efficiency-Kerne laufen und der Stromverbrauch nicht so hoch ist und dementsprechend auch nicht die Wärmeentwicklung. Ansonsten hat er eine TDP von 125 Watt bzw. kann sich 181 Watt reinschrauben, da geht auch noch ein bisschen mehr. Der kann noch mehr, wenn er möchte, vor allen Dingen, wenn man ihn übertaktet. Hier ist auch ein Board drin, mit dem man theoretisch übertakten könnte. Deswegen lasst es euch nur gesagt sein, der kann noch mehr, wenn er Bock hat. Ansonsten unterstützt der DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Ich weiß, es regen sich immer wieder welche auf, von wegen MTS oder Megahertz. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. MTS ist einfach die genauere Bezeichnung. Gibt es auch einen schönen Artikel zu, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und nur mal, damit wir eine Richtung kriegen. Hier ist auch Fury RAM verbaut, deswegen zeige ich euch jetzt auch mal die Seite von Kingston Fury. Und selbst der Hersteller gibt dann an mit bis zu 3733 MTS. Da steht nicht mehr Megahertz, das ist halt einfach so. Ihr könnt es von mir aus Megahertz nennen, ich bleib bei MTS. Kommen wir aber wieder zurück zu dem Prozessor. Der Prozessor ist 1A zum Gaming geeignet. Wirklich, was Stärkeres braucht ihr eigentlich nicht. Ich habe den selber auch bei mir im System, deswegen konnte ich euch das auch sagen mit der TDP, dass er sich durchaus noch mehr genehmigen kann. Ich schneide damit auch Videos. Ich mache damit auch die ganze komplette Bearbeitung. Ich streame damit alles. Also das ist echt ein Top-Prozessor, preis-leistungstechnisch im Moment, würde ich für meinen Teil sagen, unschlagbar. Ich wollte mir erst den 13700er holen, aber selbst der wäre preis-leistungstechnisch irgendwie sinnfrei gewesen. Der 13600er ist schon völlig okay. Und der kostet 313,67 € bei T-Shop. Der CPU-Kühler ist eine Corsair IQ H150i Elite Capellix XT Schwarz. Jetzt müssen wir hier dazu sagen, als ich das erste Mal diese Liste gemacht habe, war sie noch weiß. Wird natürlich auch besser reinpassen ins Gehäuse. Hier haben wir jetzt eine schwarze. Das bedeutet auch für euch, ihr habt quasi ein Black-and-White-Bild. Die Wasserkühlung, die ist jetzt nicht schlecht. Eine 360er Wasserkühlung auf einem 13600er ist auf jeden Fall vernünftig. Das Ding ist, ich wäre niemals bereit, 251 € für eine Wasserkühlung auszugeben, nur weil sie ein bisschen Bling-Bling macht. Ihr bekommt halt für Preisbereich 100 bis 120 Euro auch schon 360er Wasserkühlung, die dieser hier nichts nachstehen, die gleiche Kühlleistung haben, steht halt nur nicht Corsair drauf. Also ich finde da ein bisschen das Geld verschenkt, weil hier sind einige Punkte an dem System, wo ich sage, das hätte man vielleicht anders machen können. Das Geld, was man hier gespart hätte, hätte man zum Beispiel in die SSD oder in den RAM reinwandern lassen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwo eine gute Entscheidung, was die Kühlleistung für den Prozessor angeht. Und die kostet 251 € bei Galaxus. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z97D DDR4. Das ist sozusagen im Z790-Bereich das Gaming X mit DDR4, wenn man so möchte. Ich habe die eben auch mal verglichen, da sind nicht viele Unterschiede. Ja, das Gaming X, das hat noch Toslink und so dabei, okay. Aber es ist eigentlich ein Gaming X ein bisschen abgespeckter. Weil ihr bekommt einfach im Z97-Bereich kein Gaming X mehr mit DDR4, dann habt ihr automatisch DDR5. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann die SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten habt ihr 4 Erweiterungsslots für Capture Cards,
WLAN-Karten, USB-Erweiterungskarten, was auch immer ihr euch da reinschmeißen wollt. Soundkarten gibt es jetzt auch mittlerweile, einige, die das wieder machen. Hier haben wir noch zwei weitere Slots für SSDs. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In. Mehr brauchen die normalen Gamer eigentlich auch nicht. Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 1x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start. Onboard-Grafik könnt ihr nicht benutzen, weil das ein KF-Prozessor ist. Das F steht dafür, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild definitiv über die Grafikkarte ziehen. Habe ich auch ganz oft gesehen. Leute, schließt eure Monitore bitte an der Grafikkarte an. Dann haben wir noch zweimal USB 2.0 und einen PS2-Anschluss. Den werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das Board ist in Ordnung. Das kann man machen. Für einen 13.6er sowieso. Man könnte sogar übertakten, wenn man möchte, weil der Z790-Chipsatz das auf jeden Fall zulässt. Ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt durchaus bessere Boards, aber es passt halt gut zu diesem System. Und das kostet 201,17 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB Nvidia RTX 4070 Ti beliebiger Hersteller. Ich habe mich einfach nach der günstigsten umgeschaut. In dem Fall ist es jetzt die MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12 GOC. Ja, also für WQHD und 4K Gaming reicht die Karte aus. Natürlich könnt ihr in 4K noch mehr Leistung rausholen, indem ihr dann eine 4080 oder 4090 nehmt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte sie im Test. Zwar jetzt nicht genau diese hier, ich glaube, es war eine Inno 3D. Das reicht für WQHD ganz dicke und auch in 4K. Es sei denn, ihr spielt Hogwarts Legacy. Dann wird es wieder zu eng mit dem Speicher. Aber so ist es wirklich eine gute Karte. FPS-Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 895 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB, DDR4 Kingston 3600 MHz, Fury Beast, ja, MTS MHz, wie auch immer. Das Ding ist, 16 GB finde ich in der Preisklasse ein bisschen mau. Das System kostet 2K. Also erwarte ich da schon mindestens 32 Gig. Wir sehen aber gleich am Preispunkt, dass das einfach nicht mehr drin war. Liegt wiederum auch an der Wasserkühlung. 3600 MTS ist cool, CL17 sowieso. Aber es gibt halt Spiele, wie zum Beispiel Hogwarts Legacy oder auch Far Cry, die lasten diese 16 GB aus, zumindest im Benchmark. Ich blende euch jetzt mal Szenen ein von dem Test, den ich gemacht habe mit einem 32 GB System. Und jetzt habt ihr halt auch gesehen, also bei Far Cry war es wirklich hart an der Grenze und bei Hogwarts Legacy, da war es auf jeden Fall schon drüber. Man sollte sich vielleicht überlegen, 32 GB rein zu konfigurieren. Das wäre auf jeden Fall die bessere Entscheidung. 16 GB sind in der aktuellen Zeit langsam ein bisschen mager. Ansonsten ist das guter RAM, konfigurieren wir auch ganz oft, haben wir nie Probleme mit gehabt, passt schon. Und er kostet 49 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Samsung PM9B1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3600 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Reicht für den normalen Gamer auch. 1 TB bei einem 2000 Euro System finde ich auch ein bisschen mau. Auch hier wieder der Preispunkt. Wir sehen es gleich, wäre nicht mehr drin gewesen. Es sei denn, man hätte an der Wasserkühlung gespart. Es ist halt einfach so. Ihr wisst auch nicht genau, welche ihr bekommt. Meistens wird es so eine ganz normale lange sein. Ihr könnt aber auch so eine kleine erwischen. Macht aber keinen Unterschied großartig für euch. Die Geschwindigkeit reicht dicke, aber die Größe mit 1 TB ist halt ein bisschen mager. Ich denke, da werden mir die meisten auch zustimmen, gerade in diesem Preisbereich. Ich würde mal sagen, so bis 1500 kann man noch mit 1 TB gehen. Ja, bei 2000 Euro finde ich immer ein bisschen schwierig. Und die kostet 63,98 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Be Quiet Pure Power 12M. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular und ATX 3.0. Ist halt schon wichtig für die aktuellen Grafikkarten. Dann habt ihr einen gesonderten Stromstecker für die Grafikkarte, in dem Fall der 4070 Ti. Sonst müsst ihr mit diesem dämlichen Adapter arbeiten. Dann habt ihr diese beiden PCI Express Stromstecker an diesen Adapter und der geht dann in die Grafikkarte. Sieht A doof aus, ist B auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Es gab in der Vergangenheit hier und da ein paar Fälle, wo die abgefackelt sind, weil die User aber auch scheinbar zu blöd waren, das Ding richtig anzustecken. Mit diesem neuen Stecker sollte das nicht mehr passieren. Man sieht es auch hier schön auf dem Bild. Das ist dieser kleine hier, PCI Express 5.0 steht da dran. 600 Watt, da kommt die Grafikkarte dran. Und ansonsten 850 Watt, es ist vollmodular, 10 Jahre Garantie. Passt, kann man machen. Und das kostet 129,89 Euro bei Mindfactory. Und das Gehäuse ist ein Corsair 5000D Airflow Weiß. Das ist dieses hier, das 5000D Airflow ist ein Top-Gehäuse. Ich hatte das 4000er hier zum Testen, im 5000er habe ich auch schon gebaut, wo mal Leute hier waren zum PC bauen.
Ist geil. Hat cooles Kabelmanagement, hat eine Menge Airflow, wie der Name schon sagt. Ein bisschen schade ist, dass es eben nur einen Lüfter in der Front mitbringt und einem Heck, jeweils 120 mm, nicht RGB beleuchtet. Ihr solltet euch vielleicht meiner Meinung nach für die Optik drei RGB-Lüfter in die Front mit reinkonfigurieren. A, habt ihr besseren Airflow, B, sieht es einfach besser aus. Jetzt habt ihr hier auch so ein paar Anthrazit-Elemente. Also das Gehäuse ist weiß, die Wasserkühlung ist schwarz, das Mainboard ist Anthrazit und der Rest dürfte eigentlich auch meistens schwarz sein. Das wird schon einigermaßen gut aussehen. So ein richtiges Black-and-White-Bild ist es halt nicht. Da hätte man noch weißen RAM nehmen können und so, klar. Aber das Gehäuse an sich ist eine coole Wahl, auf jeden Fall. Und das kostet 154,89 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei, das ist optional erhältlich. Ich habe aber auch ein Video gemacht, wie ihr euch so einen Windows-USB-Stick kostenfrei macht. Befolgt das einfach, installiert es selber. Spart euch diese 40 Euro, die Dubaro da nimmt. Und 2 Jahre Garantie, ohne Pickup und Return, nur Retourenschein im Reklamationsfall. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen oder eurem Postboten in die Hand drücken, wenn er gerade vor der Tür steht. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die viel zu teure Wasserkühlung und das Netzteil. Und da liegen wir beim Gesamtpreis von 2058,60 €, das System soll kosten, 1.999 €. Das ist ein guter Deal. Das kann man machen. Das Ding ist jetzt einfach nur, was mich jetzt stört, diese Wasserkühlung mit 250 €. Sagen wir jetzt mal, ihr nehmt eine Wasserkühlung für 120. Dann habt ihr 130 € gespart, könnt das in 32 GB RAM reinsetzen und in eine 2 TB SSD. Das wäre so ein Wunsch von mir gewesen, weil 16 GB RAM wird langsam echt ein bisschen knapp, gerade bei einem 2000 € System und 1 TB Speicher wird auch knapp. Wenn man jetzt so 3 AAA-Titel da irgendwie installiert und noch ein bisschen so kleinere Sachen, dann ist das schnell voll. Mit Treibern, Discord, was weiß ich, was ihr alles noch installiert, Spotify und so. Also preislich echt eine gute Nummer. Hätte das Ding jetzt 1800 in der Geizhalsliste rausgeworfen, dann wäre das immer noch ein guter Deal gewesen, weil zum Beispiel Mindfactory nimmt 190 € fürs Zusammenbauen. Sagen wir, ihr baut euch bei Mindfactory die einzelnen Komponenten in den Warenkorb rein und wollt diesen Service haben, dann kostet das 190 €. Also preislich, wie gesagt, okay, konfigurationstechnisch ein bisschen meh. Vor allen Dingen auch wegen der Farbe. Das Gehäuse ist weiß, der Rest ist Anthrazit und schwarz. Aber das müsst ihr selber wissen. Ist eine Designfrage, da will ich überhaupt nicht so viel zu sagen. Gut, lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre es dann schon wieder mit diesem Video. Lasst ein Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.